So Leute, damit bin ich wieder ein herzliches Willkommen und ich würde sagen, wir machen weiter. Und wenn ich schon mal die Liste mal das anschaue, dann würde ich sagen, machen wir Brawler-Verstecke. Machen wir Brawler-Verstecke. Brawler-Penis. Wir machen die Verstecke. Let's go. Ich bin gespannt und bin gehypt, was uns immer wieder das alles Schönes erwartet. Ich rechne wahrscheinlich sehr, sehr stark damit, dass wir am Ende des Tages wahrscheinlich wieder einen Anzug oder sonst was kriegen werden. Safe, sogar safe. Oh, Windzug? Definitiv, Leute, definitiv. Einmal haben wir es bis jetzt gemacht gehabt. Einmal haben wir es einmal so einen Haverer bis jetzt gemacht gehabt, aber... Bist du etwa da was sonst? Was gibt's? Hey, Mr. Parker. Sie haben sich doch um diese Feuerkulttypen gekümmert, oder? Die Anhänger der Flamme? Ja. Laut Berichten auf Social Media wurden ein paar von ihnen auf einem Dach in Brooklyn gesichtet. Ich schick dir die Infos. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe aber jetzt nicht das Dach. Fängt die Purpurstunde bereits an? Ich muss weg. Aaron hat sie an Versteck. Achso. Ich sollte es finden. Macht aber auch irgendwie Sinn. Macht aber definitiv irgendwie Sinn. Auf alle Fälle. Aber würde man sagen. Das schaut aber mal interessant aus, Avara. Wir machen nur noch so, Brudi. Na gut, dann gehen wir mal. Ja. Ein bisschen zu weit, ist ja nicht so tragisch. Wir kommen schon der Sache näher. Ich bin den schon mittendrin. Oh, das haben wir jetzt aber auch schon länger nicht mehr gemacht. Ein Schaltkasten. Ich schock mich mal da rein. Let's go. Wir haben jetzt eher sogar schon da kommt zu Brudi. Achso. Wahrscheinlich Vierer werden wir wahrscheinlich machen müssen, oder? Kastenschalter aktivieren. Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Ich hätte mal eher so gedacht gehabt, okay, wir gehen jetzt mal entlang, das. Okay, passt. Wir wissen schon mal etwas ganz, ganz oben. Ja, mal schon mal was ist. Das ist ja schon mal das Gute. Dementsprechend würde ich sagen, let's go. Na, pick die lieber hier. Pick die lieber hier. Ist besser. Oder? Er trifft doch so. Ja, wenn auch so trifft, Junge. Nehme ich sofort. Ich hätte mir eher nur gedacht gehabt, so, weißt du, ich habe ein bisschen deppert jetzt reingeschaut, weil ich mir eher gedacht habe, so, okay, passt, man sieht die Verbindung und alles drum und dran. Was wir eigentlich bis jetzt immer die ganze Zeit immer dabei gehabt haben, aber nicht so tragisch. Da haben wir eh schon wieder das nächste, let's go. Und noch ja, wenn ich da vielleicht, ich vielleicht dezent umschauen würde, ja, dann würde ich vielleicht das auch noch finden. Oder vielleicht sogar. Achso! Oder? Brudi! Sei auch nicht deppert! Sei auch nicht deppert! Easy win! Also, ich muss quasi auf. So schnell wie möglich muss ich das machen. Achso, ja, das ist. Echt lustig. Das ist echt, echt lustig. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Jetzt sollte ich zum Versteck. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass du sogar so schnell wie möglich sogar alle machen musst. Okay, Scanner. Oh, die Katze ist so geil. Die Katze ist so geil. Ich hoffe, dass die mitkämpfen würde. Ich hoffe. Das wäre echt nicht schlecht bei dem Kostüm. Was kriegen wir? Okay, einfach nur so ein paar gelbe Marken. Okay. Ich hätte irgendwie zwar gehofft, dass ich die Stadtmarkern kriege, das wäre geiler. Aber ist jetzt nicht so tragisch. Ich würde sagen, weiter geht's. Ich rechne sehr, sehr stark damit, das mal anzukriegen. Mein allererstes Versteck. Warum in Queensbridge? Die Moon Turtle Arcade. Das war sie zumindest, als sie für den Wolkenkratzer abgerissen wurde. Mein Vater und ich haben damals praktisch dort gewohnt. Er ging.